Die Ähnlichkeit zwischen Desperate Housewives-Star Terry Hatcher und ihrer Tochter Emerson ist verblüffend. Hohe Wangenknochen, strahlende Augen und ein charmantes Lächeln. Emerson ist ihrer berühmten Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Bei der Remus Lifestyle Night auf Mallorca steht das Mutter-Tochter-Duo vor den Kameras. Im Interview mit bunte.de verrät Emerson, welche kuriose Eigenschaft sie von ihrer Mutter geerbt hat. I mean, I'm a little goofball and sometimes I'll be dancing around in my house and I'm like, and I'm like, oh, I'm being my mom. You know, I completely got that from her. Yeah, I love it. I honestly see it more as I get older too, how alike we are in our mannerisms and it's a blessing. Ihren großen Durchbruch hatte Terry Anfang der 90er Jahre mit ihrer Rolle als Lois Lane in der Fernsehserie Lois and Clark – The New Adventures of Superman. Ihre wohl bekannteste Rolle als Susan Mayer in Desperate Housewives brachte nicht nur zahlreiche Auszeichnungen, darunter einen Golden Globe, sondern auch Legendenstatus ein. Trotz ihrer eigenen glanzvollen Karriere findet Terry Hatcher immer wieder neuen Ansporn bei ihrer Tochter. You're like the, what do they call it, the 2.0 version of, yeah, you know, like of me. But I see such discipline in her behavior towards her work and towards her following what she wants to achieve in her life, that I, even at my age, I find that inspiring.